Nur so Mac-Hilfe und bevor du abschaltest, du keines meiner weiteren auf die Glocke, da wirst. Und zwar geht es um das Thema Adblock. Der Adblock im Internet. Und jetzt fangen wir auch genau schon damit an, wo finde ich es? Kommen wir nachher dort, kommen wir später in News-Seiten, bei Gaming-Seiten, bei Seiten und so weiter. Sachen, wo ich sagen muss. Aber wenn dann zum Beispiel Pop-Up-Meldungen noch kommen und das kommen und jenes, ich unterstütze gern die Content-Creator, gar keine Frage. Für Werbung sein, dass ich zugeknallt werde, bis gewisse Webseiten auf der Home, also für Werbung schalten. Her an Werbung ist es einfach Wahnsinn. Deswegen habe ich gesagt, ne, bei gewissen Seiten habe ich einen Adblocker an. Und jetzt kommen wir genau eben dazu zum Punkt. Warum habe ich ihn auf YouTube aus? Ich persönlich unterstütze Content-Creator. Und bei den Content-Creatern, bei den Content-Erstellern, bei denen ich merke, denen geht es nur ums Geld. Das ist, glaube ich, Strafe genug auch für die. Weil ich schaue mir die nicht mehr an. Oder wenn ich merke, Leuten nur ums Geld. Einfach sagen muss, sorry. Keine Leute, die wirklich nur wegen Geld machen. Oder ich unterstütze keine Leute, die wirklich auf Fame aus sind. Unterstütze ich einfach nicht. Mein Image, nein, bin ich nicht. So bin ich weder im Reell noch auf YouTube. Bin dieselbe Person. Ich tue mir nicht zusammendichten und zusammenfantasieren, wie gewiss große YouTuber auch leider oder gewiss kleinere auch. Die zum Beispiel sagen, ein gutes Beispiel ist, ja, wenn wir jetzt 800 Abonnenten haben oder die ein Gewinnspiel an oder die mit dem Gewinnspiel anfangen und doch tatsächlich die Frechheit besitzen und zu sagen, ja, ich fange mit dem Gewinnspiel offiziell oder das Gewinnspiel endet, wenn wir 800 Abonnenten haben. Und ich sage es doch, ja, aber tschüss, auf Wiedersehen. Das ist auch so ein Punkt, ich schaue mir so Leute nicht an. Weil, warum? Ich meine, warum glaubt ihr, müsst ihr mich nicht abonnieren, wenn ich ein Gewinnspiel mache? Warum? Warum? Und wenn ich jemanden abonniere, ein Gewinnspiel, dann kann ich sie nach dem Gewinnspiel wieder deabonnieren. Also hat es mir eigentlich gar nichts gebracht. Und das ist auch so ein Punkt. Das ist ja so nebensächlich. Ich persönlich finde Adblocker oder ich persönlich benutze einen Adblocker auf YouTube auch deswegen nicht, weil ich dadurch Content-Erstellern sehr, sehr vieles erschwere. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas finanzieren möchte oder irgendwas, oder ich meine, durch die YouTube-Werbeeinnahmen verdient man ja mehr oder weniger, es ist okay. Wie viel es genau ist, wie gesagt, ich möchte dazu keine Stellung nehmen, auch wenn es genug Leute auf YouTube gibt, die das schon gemacht haben. Aber nur weil es die anderen YouTuber machen, heißt es eben genau im Umkehrschluss nicht, dass ich es mache. Und wenn ihr mich halt deabonnieren wollt, deswegen, dann könnt ihr das ruhig machen. Ihr müsst es halt gezwungen, mich anzuschauen, von daher. Jedenfalls, ich persönlich finde Adblocker auf YouTube grundsätzlich ausmachen. Oder ich würde so ein Abo-Modell vorschlagen, wie es der Commander Krieger auch mal erwähnt hat, wo man einfach 5 Cent pro Video, oder quasi, wo man so eine Prepaid-Karte hat, wollte ich gerade sagen Payback, eine Prepaid-Karte, wo ich für irgendwie 20 Euro draufgeladen, das Video, wo ich mir anschaue, bekommt der Content-Creator beispielsweise 5 Cent, Beispiel oder 10 Cent, was abgebucht wird von meiner Kreditkarte. Abhängig vielleicht auch von der Videolänge. Keine Ahnung, das ist auch sowas. Kann auch eine Alternative sein. Und allgemein finde ich dieses ganze Adblock. Ja, Adblock ist so. Ich persönlich, wie gesagt, finde, es muss jeder für sich entscheiden. Also wenn ich jetzt in den Kommentaren lese, ich benutze Adblock und ich bin stolz drauf, ja, herzlichen Glückwunsch, dann. Ich persönlich bin jetzt kein YouTuber, der sagt, er muss meiner Meinung sein. Ich persönlich finde, jeder für sich entscheiden. Etwas kann ich aber sagen, wenn jemand in meiner Situation ist und damit Geld verdient, aus Hobby oder beruflich, der wird auch sagen, lass einen Adblocker aus. Ich glaube nicht, dass der YouTuber sagen würde, lass einen Adblocker an. Wie gesagt, es ist jedem selber überlassen, ob er ihn anhaben will oder nicht. Ich persönlich bin auch nicht hier irgendwie der Mensch, der sagt, oh, nur wenn du den YouTube-Adblocker anhast oder, Quatsch, wenn du den YouTube-Adblocker aushast, dann bist du der wahre King oder so. Das muss wirklich jeder für sich entscheiden, ne? Ob man einen Adblocker anhaben will oder nicht, das überlasse ich wirklich jedem Menschen selber. Es gibt YouTuber, die sagen, wer einen Adblocker anhat, der ist behindert. Es gibt YouTuber, die auch beim Gegenteil wieder motzen. Also von daher, es muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, dass sie einen Adblocker anzuhaben oder nicht. Ich persönlich, wie gesagt, habe ihn aus. YouTuber, die es wirklich nur ums Geld aus sind, die schaue ich mir nicht mehr an. Sieht das ganze Thema auch in dem Sinne von daher für mich erledigt, weil, ja, das sind einige YouTuber unterdessen, aber, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren, wie gesagt, schreiben, was ihr so von diesem Thema Adblock allgemein haltet. Und da würde ich mich dann auch mal sehr drüber freuen. Vielleicht können wir dann so eine kleine Diskussionsrunde auch mal anstoßen. Oder auch mal einen Podcast drüber machen. Auch so ein Thema. Wobei, nee, ich habe ja schon mal einen Podcast mit dem. Was mit dem Nachtläufer? Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Nee, mit dem Nachtläufer war es nicht. Mit einem anderen YouTuber. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oder? Jedenfalls. Könnte man ja auch vielleicht mal darüber eine kleine Diskussions-Talk-Runde über Discord oder so machen oder
Mumble oder so. Und auch mal, denke ich mal, sehr, sehr interessant auch für einige. Ja, deswegen bin ich auch mal gespannt, so was ihr so von diesem Thema sagt. Allgemein App-Block. Und ich denke mal, hiermit habe ich alles gesagt. Oder fällt mir jetzt gerade noch was ein, mitten so live? Wie gesagt, ich skripte meine Sachen ja auch nicht. Natürlich habe ich jetzt auf manchen Sachen nicht die dermaßen 100.000 Klicks wie manch andere, aber sowas von gar nicht. Also ganz ehrlich, mir ist es sowas von egal, ob ich jetzt auf ein Video 50 Klicks habe oder 30. Also am Ende des Tages ist es mir so oder so egal, weil mir geht es um den Spaß auf YouTube und diesen Spaß will ich nicht verlieren. Und ich kann mich noch damals erinnern, jetzt, ich weiß, ich schweife jetzt wieder ab, aber das mache ich jetzt mal bewusst. Früher war ich jemand, der hat gesagt, ich will kein AdSense, ich will damit nicht Geld verdienen. Da war ich wirklich stur. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich damit doch, für meine Verhältnisse damals, den einen oder anderen Cent verdiene, dachte ich mir, ja komm, warum nicht? Man muss, genau da besteht aber auch die Gefahr. Je mehr man verdient, es spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt mehr verdiene oder nicht, aber je mehr man verdient mit YouTube, je größer ist die Gefahr, dass man sagt, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, gib her, gib her, gib her, ne? Und genau da muss man einfach die Notbremse auch irgendwann ziehen und sagen, jetzt mal langsam, ne? Man muss auch zu den Wurzeln immer zurückfinden. Ich meine, ich habe dieses Jahr die 1000 Abos geknackt zum Beispiel. Es war im März, April. Auch wenn natürlich einige sagen, boah, hast du wenig Abos. Hat's mich auch nicht. Die Abonnentenzahl sagt nichts über die Qualität von einem YouTuber aus, gar nicht. Und, oder Daumen nach oben, Daumen nach unten. Das ist genauso lächerlich, der Vergleich. Oh, der hat aber 100.000 Daumen nach oben, der ist sicherlich gut. Ja genau, wenn ich mich irgendwo einsperre und bekomme 1 Million Daumen nach oben, ist das Video denn gut? Nein, das Video ist ein bisschen gaga, also allgemein sowas zu machen ist gaga, aber ich schweife schon wieder ab, ich merke schon. Und das ist halt auch so der Punkt, ich mache Sachen, worauf ich Bock habe, die mir Spaß machen und ich versuche euch natürlich als Community, als Zuschauer auch so gut wie es geht mit einzubeziehen, weil ohne euch, wie gesagt, ich wäre nicht dort, wo ich jetzt bin und ich bin euch so dankbar für all das durch euch erreicht habe. Ich meine, jetzt letztlich habe ich nur Raspberry Pi 3 geschenkt bekommen. Ich habe mehr als Video Deluxe geschenkt bekommen von zwei Abonnenten. Und das sind Sachen, das finde ich einfach cool. Wenn mir damals einer gesagt hätte, ja, schenken wir was, hätte ich gesagt, ja, sicher. Ne? Die Leute, ich kenne die ja noch nicht persönlich. Und das ist, ich habe mir da auch noch was überlegt, wie ich mich dafür nochmal wirklich bedanke bei den Leuten. Ich muss mir da noch irgendwas einfallen lassen, weil in dem Video, ich weiß nicht, ist es mit dem Video wirklich getan? Ich weiß es echt nicht. Aber ich merke jetzt schon wieder, ich drift schon wieder ab. Das ist halt auch so eine Sache von mir, aber ist halt wie es ist. Ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und wie gesagt, eure Meinung zum Thema App-Block bitte unten in die Kommentare. Und ja, da bin ich nochmal gespannt, was ihr da so zu sagen habt. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.